Hallo, herzlich willkommen. Ich wechsle mal wieder das Thema. Es ist viel zu lange her. Ich habe auch das Thema, oder ich möchte mich auch mehr mit Büchern beschäftigen, da so ein bisschen die Mischung reinbringen. Spiele, glaube ich, werden immer ein bisschen mehr sein, aber Bücher, gerade im Bereich Fantasy, Science Fiction, würde ich gerne doch meinen, ja, ich glaube, da habe ich relativ viel gelesen und lese relativ viel und würde gerne hier die Bücher ein bisschen näher vorstellen. Heute, ich glaube, als zweites auf meiner YouTube-Seite von Nicholas Eames, sein Debütroman, wenn ich mich nicht irre, ein ganz junger, das Alter, nö, steht nicht, also ein Kanadier, Helden oder Könige der Finsternis auf Deutsch. Auf Englisch ist der Titel inhaltlich deutlich anders und auch passender, Könige der Finsternis. Ja, kann man ein bisschen auf die Seele der Protagonisten beziehen, aber ich finde das ein bisschen zu düster für das, was hier eigentlich passiert. Ist von Heine. Ich mache es wie immer. Ich lese einmal ganz kurz, weil das ist der Spoiler, den jeder hat, den Rückentext vor und dann sage ich ein bisschen was dazu. Helden wie diese gab es noch nie. Einst war Clay Cooper eine lebende Legende. Als Anführer der berühmten Söldnertruppe im ganzen Land jagte er Drachen, besiegte Riesen und brach Frauenherzen. Doch diese Zeiten sind vorbei, glaubt er, denn als eines Tages sein alter Kumpan vor der Tür steht und um Hilfe bittet, überlegt Clay nicht lang und holt sein Schwert. Der Plan, sie rufen die alte Truppe wieder zusammen. Clay ist vielleicht etwas eingerostet, aber so schnell verlernt man das Heldenhandwerk nicht. Große international gefeierte Fantasy-Debüt und die BuzzFeed Books, was immer das auch ist, schreibt George R. R. Martin meets Terry Pratchett, da kann ich gleich sagen, ich glaube, da war der Autor einfach besoffen, als er das, dieses Zitat gebracht hat. Ja, gab die alte Truppe besteht aus vier Leuten: Gabriel, Clay Cooper, Ganelorn und Mook. Mook ist der Zauberer, Ganelorn ist so der Tank, die Maschine. Gabriel ist so der offizielle Anführer und Clay Cooper, langsame Hand, ist halt ja so die Seele der Truppe, die zusammenhält und der gerne, bevor er gut kämpft, immer einen auf die Nase kriegt. Ja, die sind alle alt geworden, waren früher Helden und das ist auch so ein bisschen ja, wie sage ich es, der Twist, der durchs ganze Buch geht, dass es nicht mehr so gut geht wie früher. Kämpfe sind ein bisschen schwieriger, es tut alles weh. Sie haben alle seit dem letzten Kampf so ihre Geschichte gehabt, die ganz gut eingearbeitet ist. Das heißt, die Helden haben alle auch ein bisschen Tiefgang. Und das Einzige, wo ich dann diese George R. R. Martin mit Terry Pratchett so halbwegs ein bisschen in die Reihe bringen könnte, ist, dass dieses Buch hier tatsächlich ein klassisches Fantasy-Buch ist. Wir haben Helden, auch diese alte Truppe, die zieht in den großen Kampf. Ich glaube, dass nach 5 Seiten gesagt wird, sage ich es einfach mal, die Tochter von Gabriel ist ganz weit weg und da ist ein Riesenwald dazwischen, sind tausende Ungeheuer dazwischen. Und da müssen sie dann hin und es gibt noch so eine Art Pest. Aber ja, und das ist für die natürlich ein Wahnsinn, für die alten Leute. Und dann machen sie sich auf den Weg, versuchen sich wieder zu, haben alle ihre Probleme, versuchen sich zu sammeln und auf geht's. Das ist so George R. R. Martin, wenn man damit Fantasy allgemein bezeichnet. Das finde ich schon hart, das würde ich überhaupt nicht mit ihm so als der quasi Fantasy ausmacht, weil sein, gerade Game of Thrones, ist ja eher so Low Fantasy, es gibt ja sehr wenig, bis auf die paar Drachen. Und Terry Pratchett ist tatsächlich. Lebt für mich ja so ein bisschen durch die bunten Welten. Es ist alles sehr abgedreht. Und wenn man das jetzt auf ein Buch mit Humor herunterbricht, weil das ist wirklich übelst heruntergebrochen, dann sage ich auch, das passt hier. Denn Könige der Finsternis ist tatsächlich ein Buch, was ich sehr humorvoll finde. Und ich habe auf meiner, ich weiß gar nicht mehr, ein Humor-Fantasy-Buch gelesen letztes Jahr. Ich weiß gerade gar nicht den Titel mehr. Mit Musik. Das, ja, war so befriedigend bis leicht zu gut hin. Ich tue mich unglaublich schwer mit zu viel Humor in Büchern, weil er oft wirklich sehr, und auch in Serien, das ist ja oft so hau drauf Humor inzwischen, nicht mehr so unterschwellig. Und hier ist es tatsächlich so, dass der sehr gut eingebunden ist, finde ich, muss bei einigen Dialogen sogar leicht lachen. Es ist aber oft zum Schmunzeln und ja, man hat wirklich das Gefühl, dass der Autor diese Hauptcharaktere, wobei tatsächlich das Buch aus der Sicht von Clay Cooper geschrieben ist, ja, wirklich ins Herz geschlossen hat und die gerade bei den Dialogen wirklich viel Pfeffer und Würze drin hat. Und ja, das ist auch für mich die große Stärke. Die Geschichte selber, ja, das ist,
so ein gutes Abenteuer halt ist, da sind wir eher bei Herr der Ringe, würde ich sagen. Es gibt so eine Anfangsmission, es gibt den Weg dahin und am Ende macht es einmal Bumm und man hat den großen Endkampf. Das wäre so Herr der Ringe eher als George R. R. Martin, so vom Grundgedanken. Der Endkampf selber, das Ende, ja, ein kleines offenes Ende, aber auch nur klein, so in der, obwohl, ja, doch, es ist schon, es hat Spielraum für alles Mögliche. Ich weiß gar nicht, ob was angekündigt ist, aber es ist so für sich und das finde ich heute sehr selten und man muss es immer doppelt erwähnen und es gibt gleich 5 Pluspunkte. Es ist ein abgeschlossenes Buch. Man kann das zu Ende lesen, kann es in den Schrank stellen und sagen, ich lese nie wieder Nicholas Eames und trotzdem werde ich zufrieden sein, weil diese Geschichte einen Mini-Spoiler enthält, quasi oder einen Mini-Cliffhanger, aber es ist eine wirklich gut abgerundete Geschichte. Auf diesem Weg werden zu diesen vier, oder treffen diese vier immer wieder alte Leute, die sie von früher kennen. Es gibt so ein paar Side-Twists, die ja, eingeflochten werden, dann gehen sie wieder, sind sie wieder da, sodass man immer wieder lustige Nebencharaktere auch hat, die ja schon aufwerten. Und das ist, finde ich, ja, ich mache als nächstes noch so einen Dreiteiler, der ein bisschen zu viel möchte, aber trotzdem irgendwie spannend ist. Und hier habe ich das Gefühl, der Autor wusste von vornherein, wo er anfängt, wo er endet und ja, was dazwischen passiert. Die Charaktere sind ja halt Stereotypen so ein bisschen. Es ist kreativ. Die Welt selber sind viele bekannte Wesen. Es ist hauptsächlich ja, menschlich. Es gibt ein bisschen Durchmischungen, aber halt viele Monster, die überall verteilt leben und gejagt werden. Oder auch die Menschen jagen. Da gibt es klassische, da gibt es ausgedachte. Gibt es ein bisschen Abwandlungen. Also da ist halt durchaus kreativ. Ja, was gibt es zu sagen sonst? Also wie gesagt, die Dialoge, große Stärke. Es hatte ich einmal das Gefühl, dass es so eine Down-Phase gab. Nein, tatsächlich würde ich das nicht sagen. Das Buch hat, das finde ich erstaunlich, eigentlich nur 600, knapp über 600 Seiten. Ich habe trotzdem relativ lange gebraucht. Wenn man es sehen kann, also es ist nicht doch recht klein gedruckt, nicht so groß. Es gibt wenig Absätze, sodass man sich auch schon konzentriert lesen muss. Ich kann eigentlich ganz gut auch Bücher fast, ich möchte nicht sagen, überfliegen. Es gibt ja so Lesetechniken, die habe ich mir auch mal gelernt. Aber das ist hier wirklich schwierig. Hier muss man Wort für Wort sich durchhangeln, in Anführungsstrichen, was natürlich auch gut ist. Man ist sehr intensiv dabei. Aber es hat ein bisschen gedauert und das kommt nicht so häufig vor. Also, und das nicht, weil es langweilig ist oder wie gesagt, es irgendwelche schwierigen Passagen gab, 1000 Seiten Singsang. Sondern einfach, das ist die Art des Drucks. Und es sind tatsächlich, das kann man einfach sagen, einfach auch lange Sätze oft. Also es sind nicht so kurze, knackige Dialoge, doch da schon manchmal, aber auch dazwischen, sondern es wird viel beschrieben. Ja, es geht viel schief dabei auch, aber auch das, also inhaltlich geht immer viel schief. Auch da kann man viel lachen über die Truppe. Aber ja, das ist tatsächlich so, dass der Autor wirklich, man hat das Gefühl, er weiß, was er da gerade schreibt, weil er es vor Augen hat und das sehr, sehr gut beschreibt. Und ja, insofern, wenn ihr Fantasy mögt, wenn ihr humorvolle Fantasy mögt, wenn ihr so ein bisschen diese coolen Typen, wo alt, rüstig, nicht mehr die sind, die sie mal waren, mögt, wenn ihr große, gute Kämpfe mögt, das ist vielleicht noch der letzte Punkt, wo ich nochmal ganz kurz was zu sagen kann. Gibt es immer wieder hier im Buch, klein, groß, auch da werden Nebencharaktere gut eingebunden, auch tatsächlich immer auf eine sehr kreative Art und Weise. Die Kämpfe, ja, grundsätzlich finde ich sehr schön beschrieben. Ja, also wenn ihr die Kämpfe mögt, dann, ja, Könige der Finsternis, das ist euer Buch. Also ich finde es immer schön, wenn mein neuer Autor da ist und ja, international gefeierte Debüt, kann ich mich einfach nur anschließen. Ich hatte selten nach einem Buch in letzter Zeit einen Einteiler so ein rundes Gefühl, war zufrieden, habe gleich gegoogelt, was macht denn der Autor jetzt eigentlich, was kommt vielleicht noch was auf Deutsch oder, aber erstmal nichts gefunden auf der schnellen, also war nur Schnellsuche, aber das ist zumindest so ein Zeichen, dass man denkt, ja, das setze ich jetzt auf meine Liste, wenn da was kommt, dann möchte ich schon informiert werden. Kleiner Wehmutstropfen, gibt's den? Ja, ich hätte mir, ja, schon, kann man vielleicht, oder sollte, muss man natürlich auch erwähnen,
Ich finde so den, wo es vier Helden gibt, gibt es natürlich auch einen Schurken, der, ja, ist die Frage halt, ob es weitergeht oder wie es weitergeht, aber dem mir so ein bisschen die Gefährlichkeit letztendlich vielleicht ein bisschen vermisst hat oder wo ich die vermisst habe. Und dann doch, ich meine, es ist ein Buch, was wirklich auf ein Ziel hinläuft, und das ist aber oft so. Ich kann immer wieder gerne, und ich werde es in nächster Zeit auch häufiger tun, meinen Vertrauensbuchhändler von aller Zeiten, Andere Welten in Hamburg, Grindelallee, der hat mir am Anfang meine Buchreihe empfohlen und hat gesagt, das sind die besten Bücher, die du wirklich gelesen hast in den letzten Jahren. Das Ende ist aber total kacke. Aber, Science Fiction übrigens, das ist es eindeutig wert. Er hatte recht, es war super, das Ende war total unbefriedigend. Aber das Gefühl hat immer gesiegt, ja, dieses Buch oder diese Bücher damals, die waren es wert. Hier ist es nicht so krass, das Ende ist okay, also das große Ende, danach geht es noch so ein ganz bisschen weiter mit Auflösungen und düdüdüd. Aber das große Ende ist okay, aber das ist so, ja, ich hatte es mir einen Tick epischer vorgestellt, sage ich mal. Vielleicht auch noch ein bisschen mit mehr Tragik epischer, das hätte ich gut gefunden. Aber das ist tatsächlich so das einzige, ein kurzweiliges Buch und ja. In Zeiten von, wo eine Fantasy-Buchserie unter 8 Teilen eigentlich nicht gut ist, ist das genau das, oder sehr, sehr selten ist, sage ich so, oder vielleicht der Dreiteiler oft noch, oder dann nach dem Dreiteiler wird noch ein Dreiteiler nachgeschoben, der aber mit dem ersten Dreiteiler überhaupt nichts zu tun hat. Da ist das doch wirklich erfrischend hier. Insofern, ihr mögt Fantasy, König der Finsternis ist genau euer Buch, da bin ich ganz sicher. Ja, insofern von mir eine absolute Empfehlung. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch lässt, vielleicht meinen Kanal auch abonniert. Und dann gibt es in Zukunft deutlich mehr zu Fantasy und Science Fiction auch, aber natürlich auch weiterhin Spiele, Kinderspiele, Erwachsenenspiele. Ich versuche auch da nochmal ein bisschen kreativer zu sein, was Theatervideos hergibt. Und hier werde ich nach wie vor dann ein bisschen ordnen. Must-Reads, sehr gute Bücher und dann auch noch so ein bisschen den Rest. Insofern, wann immer ihr dieses Video seht, ich wünsche euch einen guten Morgen, guten Abend oder eine gute Nacht, guten Mittag natürlich auch und hoffe, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.